Strategien und Trade-Ideen. Fix und fertig geliefert. Börsendienst-Optionsstrategien. Jetzt 4 Wochen gratis testen. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. In einem der letzten Videos hatten wir über die 20%-Regel gesprochen. Ihr wisst, das war die Regel, wenn wir bei Future-Optionen den Gewinn mitnehmen. Jetzt ist es natürlich so, manchmal kommt es gar nicht zum Gewinn, sondern manchmal kommt es natürlich auch zum Verlust. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, wie begrenzen wir denn diese Verluste? Und wir machen das mit der 100%-Regel. Und wie die genau funktioniert, wie wir sie anwenden, wieso, weshalb, warum, das alles gibt es heute hier in diesem Video. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr wisst ja, als Optionsverkäufer habt ihr immer nur eine begrenzte Gewinnhöhe, nämlich die Prämie, die ihr maximal einnehmt. Ihr nehmt 200 Euro oder 200 Dollar für eine Option ein, mehr könnt ihr nicht verdienen. Ihr wisst aber, dass bei vielen Strategien, also zum Beispiel einem Short Call, das Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt ist. Ne? Also ihr verkauft einen Call auf einen Future, der könnte ja aber theoretisch unbegrenzt ansteigen. Wir wissen, dass er das nicht tut, also unbegrenzt geht nicht, aber der könnte natürlich signifikant ansteigen und euer Verlust könnte deutlich mehr sein als diese 200 Dollar, die ihr eingenommen habt. Das könnten 500 Dollar sein, das könnten aber auch 5000 Dollar sein. Und da wir natürlich nur über eine, sagen wir mal, überschaubare Trefferquote haben, also ungefähr 65, vielleicht mal, wenn wir Glück haben, 70%, fordert schon alleine die Mathematik, dass wir unsere Verluste begrenzen. Weil stellt euch vor, ihr macht 10 Trades, wo ihr jeweils 200 Dollar gewinnt und dann käme ein Trade, der würde euch 4000 Dollar Verlust kosten. Dann hättet ihr zwar eine Gewinner-Verlierer-Ratio von 10:1, das nützt euch aber nichts, weil ihr am Ende trotzdem 2000 Dollar verloren habt. Und aus diesem Grunde wenden wir bei den Future-Optionen die sogenannte 100%-Regel an. Das heißt, immer wenn sich eine Option im Preis verdoppelt hat, dann kaufen wir diese Option zurück, wir schließen sie. Damit können wir den Trade beenden. Gerade wer Einsteiger ist, das ist für den eine sehr, sehr simple Regel. Wer ein bisschen weiter ist, der kann das Ganze dann noch ein wenig adjustieren, kann den Trade umbauen und so weiter. Aber ganz, ganz wichtig ist eine Regel, die auch wir immer und immer wieder einhalten, ist, wenn sich der Preis der Option verdoppelt, dann schließen wir diese Position. Jetzt wollen wir uns auch das wieder mal in einem konkreten Beispiel anschauen. Und auch hier habe ich euch wieder einen Trade herausgesucht aus den Optionsstrategien und zwar einen Trade, dem wir im Vorfeld des Brexit gemacht haben. Ihr wisst, im Vorfeld dieser Brexit-Entscheidung in Großbritannien in diesem Jahr hatten wir ja sehr hohe Volatilität im britischen Pfund beispielsweise. Und deswegen haben wir uns damals entschlossen, und ich schaue auf meinen Zettel darauf, und das war am 31. Mai, haben wir gesagt, wir verkaufen Put-Optionen auf das britische Pfund. Unsere Idee war also, dass wir geglaubt haben, dass das britische Pfund nicht mehr nach unten kommt, dass es einfach stabil bleibt und bis zu dieser Brexit-Entscheidung, die glaube ich so 3 Wochen später war, dass das Pfund stabil bleiben sollte. So, ihr seht hier wieder den Chart eingeblendet mit den Strikes und so weiter. Wir haben für diese Option, das war ein 1,40er Put, haben wir einen Preis realisiert von 0,0027, was in echtem Geld umgerechnet etwa 170 Pfund bedeutet hat. So, jetzt ist Folgendes passiert und ihr seht das hier im neu eingeblendeten Chart. Der Preis des Pfunds ging aber nach unten, also wir lagen mit unserer Marktmeinung falsch. Die Volatilität ist zusätzlich nochmal ein wenig angestiegen, sodass wir hier am 14.06., also 14 Tage später, nachdem wir den Trade geöffnet hatten, die Reißleine ziehen mussten und wir mussten diese Position zurückkaufen und zwar zum Preis von 0,0060. Das waren 375 Pfund. Das heißt also, wir haben hier, wurde ganz kurz überschlagen, ungefähr so 210, 215 Pfund Verlust gemacht. Also bei der 100%-Regel haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir etwas machen, jetzt müssen wir aus dem Trade herausgehen. Wer Abonnent der Optionsstrategien ist, der weiß, wir haben das dann Ganze noch ein bisschen adjustiert, hin und her geschoben und am Ende trotzdem noch einen Gewinn gemacht. Aber an der Stelle war diese eine Position, die musste aus dem Markt raus.
Und der Grund, den habe ich euch vorhin genannt, und das ist wirklich eine absolute Mussregel. Und ich will euch mal zeigen, auch wenn wir uns den Chart mal weiter anschauen, was denn eigentlich hier passiert ist. Und wenn ihr jetzt mal seht, was hat sich danach entwickelt, dann kam der Brexit. Und ihr seht, wie hier das Pfund nach unten abrauschte. Und wir wären tief, tief ins Geld gelaufen mit unserer Option. Und hätten natürlich dann einen wirklich großen Verlust erlitten. Die 210 Pfund waren ärgerlich, aber sie waren im Rahmen eines vernünftigen Money Managements absolut zu verschmerzen. Und hätten wir das aber nicht gemacht, hätten wir vielleicht 2000 Pfund Verlust gehabt, was natürlich dann gleich mal das Zehnfache gewesen wäre. Und das ist natürlich etwas, was man nicht haben möchte als Händler. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere schon sagen, ihr habt doch ein bisschen mehr als diese 100% gezahlt. Jawohl, wir haben etwas mehr als diese 100% gezahlt. Und zwar nicht, weil wir gewartet haben, sondern weil wir ganz einfach nicht besser aus dem Trade herausgekommen sind. Und das wird euch auch immer mal wieder passieren. Ne? Also wenn ihr sagt, okay, ich habe $100 eingenommen, wenn die Option $200 kostet, dann gehe ich raus. Dann werdet ihr das sehr häufig auch machen können, weil die Optionspreise sich nicht so schnell bewegen. Manchmal wird es euch aber auch passieren, dass ihr eben für 110 oder 120% zurückkaufen müsst. Vielleicht sogar mal für 200 oder 300%. Solange ihr die Positionsgrößen einhaltet, ist das aber kein Problem. Die 100%-Regel, ich habe beim Video über die 20%-Regel gesagt, das ist eigentlich eine schöne Regel, weil sie uns den Gewinn bringt. Letztendlich ist die 100%-Regel aber wichtiger, weil wenn ihr die 20%-Regel missachtet und bleibt einfach länger im Trade, um komplett alles zu verdienen, naja, dann habt ihr eben ein bisschen mehr Geld verdient, seid länger im Markt und verschenkt euch vielleicht die ein oder andere Chance, woanders mehr Geld zu verdienen. Das ist aber nicht schlimm. Wenn ihr die 100%-Regel allerdings missachtet, wenn ihr also sagt, ach komm, ich sitze das mal aus, dann wird es sehr häufig gut gehen. Weil sehr häufig wird nämlich der Preis vielleicht drehen oder die Option doch wertlos verfallen, weil sie eben nicht an den Strike läuft. Aber es braucht euch nur mal sowas zu passieren, wie hier im Chart gezeigt, beim Brexit. Und dann habt ihr mit einem Trade, mit einem Verlustrade so viel Verlust gemacht, dass es euch die Arbeit der letzten Monate komplett kaputt machen kann. Und deswegen ist so eine Verlustbegrenzungsregel eine absolute Muss-Regel. Die muss zwingend eingehalten werden. Es gibt den einen oder anderen auch unter unseren Kunden, die sagen, naja, ich mache aber nicht 100%, ich mache 200%. Kann man machen, überhaupt kein Ding. Was passiert? Die Trefferquoten gehen etwas nach oben. Dafür werden die wenigen Verluste, die dann auftreten, in absoluten Zahlen größer sein. Unterm Strich kommt das Gleiche raus. Ne? Also ob ihr jetzt 100 nehmt oder 150 oder 200, das spielt keine Rolle. Was ihr nicht machen dürft, ist allerdings zu sagen, na gut, dann mache ich eine 1000%-Regel. Weil das wäre dann schon wieder mathematisch einfach zu viel. Ihr könnt das übrigens auch gerne mal ausrechnen. Geht einfach mal her und rechnet das mal durch. Sagt, okay, ich habe eine Trefferquote von 70%. Ich nehme immer so und so viel Euro oder Dollar für eine Option ein. Was passiert denn, wenn ich die 30% Verlierer mit 100 oder 200% durchbekomme? Und wenn ihr eben sagt, ich habe jetzt mit 100% 70% Trefferquote, dann macht von mir aus 80% bei 200 daraus, damit ihr das vergleichen könnt. Und ihr werdet sehen, das funktioniert auch. Der Unterschied ist nicht so groß und ihr könnt es bloß nicht immer größer machen. Ne? Ihr könnt nicht sagen, okay, ich mache es 500% oder noch mehr. 100-200%, das ist das Maximum bei Future-Optionen. Meine persönlichen Erfahrungen der letzten 10 Jahre sind, dass man mit 100% sehr, sehr gut fährt, dass man damit auch ruhig schlafen kann, ohne Stress zu haben. Und das ist mir mittlerweile beim Trading auch sehr, sehr wichtig. Das war's mit der 100%-Regel, also einer Muss-Regel. Und im nächsten Video in dieser kleinen Reihe sprechen wir dann über eine Kann-Regel, nämlich die 50%-Regel. Die kann man machen, muss man aber nicht. Das erwartet euch im nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, da unten könnt ihr euch verewigen, könnt schreiben, könnt eure Meinung sagen, könnt das Ganze bewerten. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Servus, macht's gut. Bye, bye.